sind dieses Mal im Allianzstadion des SK Rapid zu Gast. Das Thema ist Spieltagsorganisation und Projektmanagement und uns war es einfach ganz wichtig, dass wir quasi den Spieltag auch in einem Stadion selbst präsentieren können und dann auch uns irgendwie das Stadion anschauen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Rapid uns da empfangen hat, dass Rapid auch einen Gastvortrag macht, eine Stadionführung. Und da ist es einfach cool, dass man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern dann auch konkret anhand eines speziellen Stadions zeigen kann, was sich rund um einen Spieltag hier tut. Zweiter Punkt, der dieses Mal auf dem Programm steht, ist Projektmanagement. Da ist der Christoph Lengle, der Geschäftsführer vom Cashpoint SC Altach, zu Gast. Und da freuen wir uns natürlich sehr, auch von ihm viele wichtige Tipps und Inputs aus der Praxis bekommen zu können. Ich bin selber ein Quereinsteiger, vielleicht sogar ein Spätzünder, kann man sagen, was den Fußball betrifft. Ich bin sehr spät dazugekommen, habe im Endeffekt nie irgendwelche fußballerischen Qualifikationen vorzuweisen gehabt und hatte es auch nie auf der Lebensplanung, dass das mein Beruf wird. Und schlussendlich ist es so gekommen. Und von daher kann ich mich gut in den einen oder anderen hineinfühlen. Und ich finde es toll, dass es so ein bunter Blumenstrauß ist, von aktiven bis ehemaligen Spielern bis hin zu Leuten, die bis dato noch wenig Berührungspunkte mit diesem Berufsbild hatten. Diese Kursangebote von so großer Bedeutung und Wichtigkeit, weil egal in welchem Bereich man im Fußball tätig ist, allein Spieler gewesen zu sein, reicht nicht aus. Man muss entsprechende Qualifikationen sowohl als Trainer als auch im Management haben und deshalb ist es eine ganz essentielle Geschichte. Ja, sehr interessant, sehr spannend. Wirklich viele, viele gute Eindrücke erlebt und neue Dinge gelernt, die mir in meiner Zukunft sicher helfen werden. Und deswegen war es absolut toll, da dabei zu sein. Ich denke, wir hatten auch eine durchaus gute Gruppe und hat immer Spaß gemacht, herzukommen. Und war cool. Also war super, ja, muss ich ehrlich sagen, und ich kann es nur jedem empfehlen, quasi diesen Bundesliga-Kampf zu machen. Aus Vereinssicht, denke ich, ist eine Riesenchance, quasi da hochqualifizierte neue Mitarbeiter zu finden. Wirklich eine Truppe, sage ich mal, von Quereinsteigern über Spieler, Trainer, Funktionäre, was sie ein super Team entwickelt hat. Und ja, es ist eigentlich sehr, sehr, sehr schade, dass der Kampf jetzt endet.